Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier mit dem Generator abgegeben, beziehungsweise sind daran verzweifelt. Und jetzt müssen wir mal schauen, da hinten werden wir wahrscheinlich durch müssen. Ja, da ist alles zu, so wie es aussieht. Ich habe gerade schon wieder so den Gedanken an Firefly-Anhänger. Andererseits, wir haben beim Boss jetzt gerade einen bekommen in der letzten Folge. Was war das gerade? Hallo, wieso hat mein Bild gerade so geflackert? Kam das vom Spiel oder kam das gerade von meinem Monitor? Ich bin mir nicht sicher. So, hier ist, glaube ich, nichts, was wir noch brauchen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich achte halt Keine immer. Wache. Oh, Kein schön. gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Ja, gehen wir rein. Wo rein denn, Joel? Da hinten. Wo dieses runde Ding ist wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal an. Ah, Moment, Moment. Da haben wir noch was. Das können wir noch einsammeln, eventuell. Ja, auf jeden Fall ein Teil Warst davon. du in so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja. Als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Oh, ernsthaft, Joel. Ich meine, so ein bisschen Verbindung darfst du schon noch aufbauen. Und ganz ehrlich, das tut dir auch gut. Klar, wenn jetzt irgendwas mit ihr passieren würde, wäre es scheiße. Das gebe ich auch zu. Ne? Gerade nach der Sache mit der Tochter von ihm ist das natürlich nicht so toll. Was ist da oben so aufgerissen? Aber, Schräubchen. Aber ich meine, die haben jetzt schon so viel gemeinsam erlebt, ja? Na gut, andererseits, er hat mit Tess wohl auch sehr viel gemeinsam erlebt, nehme ich mal an. Und sie ist dann ja letztendlich auch verreckt, sage ich mal. Naja, verreckt kann man jetzt auch nicht so direkt sagen. Aber sie ist auf jeden Fall gestorben an dem Biss. Also beziehungsweise nicht an dem Biss, sondern weil die die erschossen haben, nehme ich mal an. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob wir das überhaupt gesehen haben, dass sie erschossen haben. Ich weiß nur noch, dass wir sie zurück. Doch, ich glaube, das konnte man sehen oben. Doch, ich glaube, wir haben das gesehen. Also, dass sie wirklich tot ist. So, Schräubchen können wir noch mitnehmen. Das ist schön. Wir könnten vor allen Dingen auch noch mal kurz gucken. 50 haben wir jetzt. Wir können entweder den Lauschmodus erhöhen, das Heiltempo. Was ich mir gut vorstellen könnte, ich weiß nicht, ob es hier einen Bosskampf gibt, keine Ahnung. Also in der Serie, ich kann es ja nur mit der Serie vergleichen, was ich nicht gerne tue, bin ich ganz ehrlich, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen gewesen. Geiles Spiel, nicht geile Serie. Also die war okay für alle, die Spiel nicht kennen, aber ja. Jedenfalls, da gab es ja keinen Bosskampf oder sowas. Aber es ist ein Spiel und im Spiel ist eigentlich immer ein Bosskampf dabei. Also bei solchen Spielen zumindest. Natürlich nicht bei irgendwelchen Spielen, wo man, weiß ich nicht, Karten spielt oder sowas. Da sind keine Bosskämpfe bei. Hier ist gar nichts drin, oder was? Leute, ihr müsst doch mal so ein bisschen Munition und so für mich rumliegen lassen. Da ist noch was. Schrauben sind mir übrigens auch ganz lieb. Ist gut, Ellie. Ich hab's gehört. Leider kann ich es nicht lauter stellen, weil sie schon wieder aufgehört hat. Aber ich habe was blinken sehen gerade. Wunderbar. Die ganze Zeit haben wir nichts gefunden und plötzlich werden sie uns nachgeworfen irgendwie. Das sollten wir. Was sollten wir? Erik Griggs 111, also 111. Sehr schön. Hier, oh ja. Ich wollte gerade sagen, hier liegt, glaube ich, auch noch was und zack. Schon holt er seine Fühler raus und holt die ganzen Sachen rüber. So. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, wir müssen jetzt mit dem Pferd sowieso darüber springen, ne? Ah ja, doch, da kommen wir nicht weiter oben. Dann. Rutsch mal. Ich wollte gerade sagen, dann rutsch mal. Rutsch mal, Elli. Was jetzt schon wieder? Was denn für ein Hinweis? Ach, ihr könnt mich mal. Ich muss weiter. Kann jetzt nicht anhalten und gucken hier.
Da sieht mir jetzt nicht so aus, als ob da was ist, aber wir könnten da mal kurz durchreiten. Hey, wie wär's da drüben? Oder auch nicht durchreiten, weil hier versperrt ist. So, da können wir auch nochmal rüber. Und da unten gucken wir nochmal, ob da irgendjemand zufällig Munition oder irgendwas hat liegen lassen. Och, Hinweis, nerv mich doch jetzt nicht. Oh? Da oben zu dem Fenster? Ja, scheint der Eingang zu sein. Okay. Das ist der Eingang, aber da können wir nicht rum. Das habe ich schon verstanden, Joel. So, es tut mir wirklich leid, aber das ist so ein schönes Bild gerade mit dem Sonnenuntergang in Anführungszeichen im Hintergrund. Moment, von da sind wir doch gerade gekommen. Hätten wir also eigentlich auch hier durchgekonnt, oder wie? Moment, jetzt muss ich dann doch mal gucken. Aber ich kann die Tür nicht öffnen, gehe ich mal nicht von aus. Aber ich kann es probieren. Und sie ist abgeschlossen. Joel, merkst du das nicht? Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Ja, abgesehen davon, da hängt eine dicke, fette Kette, Joel. Was? Wo? Was? Wie? Wo? Hast du was gesagt, du springst rüber? Könntest du, aber dann müsstest du nach hier kommen. Joel guckt erstmal. Er sagt auch nichts mehr. Beziehungsweise sie sagt auch nichts mehr. Rechts ist das Stacheldraht auch. Können wir da eventuell... Ich guck mal eben. Da können wir gar nicht rüber. Okay. Können wir da irgendwo rüber oder Ellie rüberlassen? Sieht auch nicht danach aus. Und hier kommen wir sowieso erstmal nicht weiter. Aber ich schaue mich trotzdem mal eben da hinten um. Kann man das hier ziehen? Ah ja, man kann es ziehen. Okay. Die Frage ist, wohin ziehen? Da das so prädestiniert ist... Boah, diese Dinger zu schieben ist echt ein Graus, ne? Da das so prädestiniert ist, da unten, wegen der Auffahrt, was weiß ich. Genau, erstmal alles mitnehmen, Joel. Komm schon. Würde ich sagen, dass wir es da versuchen, weil Ellie meint ja auch, sie kann da drüber. Und ich glaube, Oma... Zaun kommt sie nicht rüber. Wir können natürlich auch einfach den Zaun aufspringen. Ich wollte, aber es geht. Ja, sowas ähnliches habe ich mir auch gerade gedacht. Das war nicht, was ich wollte, aber es geht. Okay. Da können wir nicht hoch, denke ich mal. Aber da ist eine Tür, die natürlich versperrt ist. Man kann alle Türen benutzen, es sei denn, das Spiel möchte nicht, dass man diese Tür benutzt. Sondern möchte, dass man irgendwo hochklettert oder so. Wo ist Ellie? Ach da. Wo ist denn das Pferd jetzt? Ellie? Hast du das Pferd weggezaubert oder was? Ach nee, da hinten steht's. Oh, ich dachte gerade schon. Ellie, es wäre aber schön, wenn du mal irgendwo hier hochklettern würdest. Da nicht. Was ist? Wo guckst du hin, Ellie? Stehe ich jetzt hier auf dem Schlauch oder habe ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen? Durch die Büsche hier können wir doch nicht durch, dass wir von der Seite vielleicht da hoch können, oder? Nee. Von der Seite habe ich schon probiert eben, ne? Boah, Ellie, es wäre so einfach, wenn du mal mithelfen würdest. Ach so, das Ding kann ich doch... Ach, ja, ich sag doch, ich stehe auf dem Schlauch. Es tut mir leid. Das heißt, wir brauchen Ellie wahrscheinlich gar nicht dafür, nehme ich mal an, sondern wir können da direkt so hoch. Bang, 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 genau. Ellie, du darfst aber auch gerne mit hochkommen, ne? Es sei denn, da oben sind Klicker, dann bleib lieber unten. Ah, kaputte Solaranlagen, okay. Hier noch irgendwas zum Mitnehmen oder Einsammeln? Anscheinend nicht. Oh, lauf doch mal ein bisschen schneller, Joel. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand.
Kinder, bitte. Ja. Sehen wir uns um. Das? Ich höre hier schon wieder irgendwas komisch knastern und knistern. Das hat mich jetzt wieder daran erinnert, an die Folge, wo wir mit unseren tollen neuen Freunden eigentlich abhauen wollten. Über die Grenze sozusagen. Und die uns einfach im Stich gelassen haben, anstatt dass der Typ einfach nur mal eben die Hand ausstreckt und mir da hochhilft. Es wäre wesentlich schneller gewesen und ja, er hat gewusst, dass ich draufgehen werde. Also wahrscheinlich draufgehen werde. Weil da kam ein Panzer an. Ne? Moment, kann man... Man kann auch irgendwie... Ah ja. Muss ich das mit der... Okay. Das Problem ist, dadurch nutzt die sich ab, oder? Sieht zumindest so aus. Ehrlich, steht irgendwie hier, als ob gleich was kommt. Ich weiß nicht. Ich traue dem Braten nicht, bin ich ganz ehrlich. Ganz viele Schubladen. Und Schränke. Und Sachen drin, die wir brauchen und nicht brauchen. Es sei denn... Nee, das haben wir alles voll. Okay. Das können wir auch wieder nicht mitnehmen. Ich hasse begrenztes Inventar. Warum bist du nur immer da, wenn ich spiele? So, Moment. Hier können wir wahrscheinlich nichts von mitnehmen, denke ich mal. Tja, wo sind die ganzen Fireflies hin, ne? Das ist eine große, eine gute Frage. Komm ich jetzt hier irgendwo... Ah, das ist eine Werkbank, eine Werkbank, eine Werkbank. Sehr schön. Ich gucke aber trotzdem erstmal kurz... Bei sowas bin ich immer voll drauf eingestellt, dass gleich ein Zombie da rausgesprungen kommt, ne? Also da bin ich richtig Resident Evil geschädigt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, haben wir denn hier alles? Ich glaube ja, ne? Erstmal Werkbank. Erstmal gucken. Das ist ein guter Platz. Genau. Guter Platz. Hol alles raus, Joel. Also, die Waffen meine ich jetzt. Wir haben so viele neue Pistolen. Wir haben aber nur 155. was können wir... das war alles rot, oder? Da können wir gar nichts... Oh Gott. Erfordert 4 und 5. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich die irgendwo übersehen habe. Weil die scheint ja gar nicht so schlecht zu sein, aber die ist nicht so hundertprozentig gut, wie ich sie gerne hätte, sagen wir es mal so. Pistolenmunition... Ne, Moment, das ist die andere. Pistolenmunition haben wir auch mittlerweile bekommen. Da können wir Nachladetempo, Kapazität, Feuerrate. Nachladetempo habe ich schon gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Mit dem Haken, genau. Schussfolge, das wäre nicht schlecht. Ich würde sagen, das mache ich mal. Weil gerade wenn da mehrere Leute sind, das dauert dann teilweise doch ein bisschen länger, bis der dann da rumballert. 40 brauche ich fürs Nächste. Ich gucke erstmal kurz nach, was ich hier noch alles gebrauchen kann. Das haben wir ja schon gemacht. Nachladetempo. Ich meine, das geht eigentlich, muss ich sagen. Magazinkapazität wäre schön. Dann hätten wir zweimal 40. Dann wären wir schon bei 80. das Halfter habe ich auch. Panzerbrechende könnte ich noch machen. Rückstoß, ja, mein Gott. Nachladetempo, das wäre vielleicht nicht schlecht für einen Boss. Ich weiß ja nicht, ob noch einer kommt. Oder halt für Klicker oder so Dinger. Da brauche ich auch nicht so viel. Ich mache das mal. Vor allen Dingen, warum ist der vorne kaputt? Das ist, der ist ja völlig am Eimer hier. Reichweite, Schaden. Da brauche ich alles das andere für. Okay. Reichweite wäre natürlich jetzt nicht schlecht, weil ich hatte das Gefühl, ich habe draufgehalten, aber der war ein bisschen weit weg eventuell. Reichweite mit dem Bogen ist natürlich auch nicht schlecht. Ziehtempo, Nachladetempo.
Aber den Bogen haben wir halt nicht so oft benutzt, ne? Feuerrate ist auch grundsätzlich nicht schlecht. Reichweite wäre natürlich mit der Schrot ganz gut. Wobei ich die sowieso immer nah rankommen lasse, muss ich dazu sagen. Also, ich würde sagen, ich mache erstmal... Magazin. Erhöhe ich nochmal. Weil wir finden immer so viel Munition und können sie nicht nutzen, weil wir sie einfach nicht mitnehmen können. Das ist einfach Mist. Also theoretisch 65 hätte ich noch. Schneller nachladen könnte ich theoretisch machen bei der. Und dann die nutzen wir ja jetzt öfter. Wegen der Munition alleine. Dann würde ich sagen, die Schussfolge erhöhen wir auf jeden Fall nochmal. Kampfbereit. Eine neue Errungenschaft. Weil wir entweder die erste Waffe komplett gemacht haben, also komplett aufgerüstet haben, oder weil wir generell diese Waffe aufgerüstet haben. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, bei der haben wir sie noch nicht komplett. Ja, nee, dann ist das wahrscheinlich, weil wir die erste Waffe gemacht haben. Bei der können wir nichts mehr machen. Bei der können wir eigentlich nichts mehr machen. Reden kann ich auch nicht mehr. Dann würde ich wirklich sagen, dass wir hier nochmal das Nachladetempo erhöhen. Oder die Schussfolge. Na. Ich nehme mal die Schussfolge, weil die haben wir noch gar nicht erhöht. So. So, jetzt können wir eh nichts mehr machen. Dankeschön, ja. Joel. Sieht gut aus. Ne? Finde ich auch. So, das heißt, wir gucken, dass wir alle nochmal eben nachladen. Die hat... Warum ist die jetzt auf der anderen Seite schon wieder? Oh, das ist so nervig, ne? Die können wir, glaube ich, nicht mehr nachladen. Ach nee, das ist die andere. Mein Flammenwerfer. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir direkt einen Boss kriegen. Die können wir auch nicht nachladen. Die gucken wir auch nochmal kurz. Können wir auch nicht mehr nachladen. Okay, gut. Ob es gut ist, weiß ich nicht, aber naja. Ellie, gehen wir mal aus dem Weg, bitte. Das ist alles voll. Okay. Da sind wir reingekommen. Ach so, da sind wir reingekommen. Dann haben wir ja auch schon alles durchgeguckt. Moment. Da bin ich links reingegangen. Genau, da müssen wir hier weiter. Da ist auch noch was. Sehr geil. Und noch mal ein paar Schräubchen. Die hatten wir jetzt aber alle voll. Ja, die hatten wir alle voll. Da war... Ach nee, das waren die Schrauben, ne? Links. Trau den Braten nicht so richtig. Rechts geht's auch noch mal weiter. Gucken wir erstmal hier links. Kann ja sein, dass wir vielleicht noch mal ein paar Schräubchen oder so finden. Oder andere schöne Sachen, womit wir uns aufwerten können. Ja, Schrauben, sehr schön. Gerade noch von gesprochen. Ehrlich gesagt, bin ich jetzt nicht so direkt davon ausgegangen. Aber das ist trotzdem sehr schön, dass das Spiel darauf reagiert hat. Was ich hier sage und mache und tue, hab ich mich jetzt erschrocken. Boah. Ah, okay. So eine Art Brutkasten, ne? Oder halt, um was zu züchten oder so. Lecture Room. Moment, halt. Messer benutzen. Ah! Sehr schön. Na bitte. Wahrscheinlich kriegen wir wieder nichts mehr, weil wir alles voll haben. So wie die letzten Male. Aber wir gucken trotzdem... Sehr, sehr geil. Das ist... ich bin mir nicht sicher. Ja, Werkzeugstufe 4. Ich war mir sicher, aber ich kam gerade nicht drauf, wie es heißt. So wollte ich sagen. So, lesen. Kapitel 8. Verbesserter Radius von Brandbomben. Sehr schön. Einsatz. Die korrekte Verwendung eines Brandsatzes ist wichtig, um eine wirkungsvolle Detonation zu gewährleisten. Ja, viel können wir hier nicht draus lernen, aber Joel macht das schon.
Explosionsradius ist jetzt zweimal so groß. Okay. Was haben wir hier? 50 Teile? Oh, Alter, ernsthaft? Nochmal. Ja, sehr geil. Da haben wir auch nochmal was. Da werden wir diesmal ja doch mal reich beschenkt. Frage ist, Moment. Genau, das Messer können wir nämlich nochmal machen. Es wäre nämlich Blödsinn, wenn wir jetzt da Sachen liegen lassen. Ah, guck mal. Wenn wir da jetzt Sachen liegen lassen, wegen dem... Weil wir vergessen haben, das Messer zu machen. Ach, ein Molotow-Cocktail. Direkt ein fertig gemixter. Das ist natürlich auch geil. Okay, sehr schön. Lohnt sich das jetzt schon, nochmal zu der Werkbank zurückzugehen? Das ist jetzt die Frage. Da haben wir geguckt, da war die Werkbank aber nicht drin, ne? Wo war nochmal die Werkbank, Ellie? Sag mir das nochmal. War die nicht hier? Da bin ich doch hier. Juhu, Firefly. Da war sie doch, meine ich doch. Okay. Bleiben wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Also wir haben, genau, sei leise. Ruhig, Ellie. Wir haben jetzt die andere Stufe, die wir vorher gebraucht hätten. Das ist natürlich jetzt klasse. Und wir haben 70. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht mehr, wofür ich die überhaupt braucht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Schaden könnten wir erhöhen. Zielfernrohr. Da könnten wir so ziemlich alles erhöhen. Nein, nein, nein. Oh, du sollst nicht rausgehen. Joel, ganz ehrlich, ich wollte doch nur mal kurz wechseln. Was haben wir denn? So kann man die Folge natürlich auch vollkriegen, indem man einfach die ganze Zeit wechselt. Feuerrate, Nachladetempo könnten wir theoretisch machen. Die ist voll aufgebessert. Feuerrate könnten wir hiervon noch machen. Kapazität wäre nicht schlecht. Da sollten wir mal nachgucken, weil die hat ja nur diesen einen Schuss, glaube ich, nur oder zwei. Ne, das war Nachladetempo. Ja gut, sie hat dann einen Schuss mehr. Aber das nehmen wir trotzdem mal mit, würde ich sagen. Das machst du gut, Joel. Ich habe keine Ahnung, was du da eigentlich machst, aber... Du machst es trotzdem gut. Schussfolge ermöglicht dir, die Waffe schneller abzufeuern. Das wäre natürlich geil, würde ich auch ehrlich gesagt gerne mitnehmen, wenn wir nochmal so snipermäßig was machen müssen. So, einmal mit dem Schraubendreher neben der Waffe rumgefummelt und schon haben wir die Schussfolge erhöht. So, da können wir theoretisch auch noch was machen. Oh, da haben wir sogar wirklich noch die... Kosten für. Ja gut, Rückstoß ist jetzt nicht so wirklich das, was ich jetzt... Was mir da jetzt Sorgen macht. Nachladetempo... Kapazität können wir nicht. Nachladetempo könnten wir. Da können wir Ziehtempo theoretisch machen. Rückstoß, Feuerrate... Ja gut, Feuerrate wäre vielleicht nicht unbedingt schlecht. Ich denke mal. Ich denke immer, wenn wir so zum Ende zugehen und sollte es doch noch einen Bosskampf geben oder wenn viele Leute halt eben um uns rum sind. Ja, das ist gut. Ne? Ich weiß nicht, ob uns das jetzt viel bringt, das jetzt zu machen, keine Ahnung. Aber wir versuchen das mal. So. Joel, wieso hast du jetzt die Waffe schon wieder in der Hand? Das finde ich nicht gut. Moment, bei welcher habe ich denn jetzt Kapazität erhöht? Bei der nicht, ne? Bei. Nee, ach, nee, halt. Die habe ich gar nicht drin. Nee, hä? Ist das die? Nee, das ist doch die linke. Nee, hier ist sie. Hat er aber schon gemacht. Joel, alles gut. Alles gut. So, die. Ach so, da haben wir nicht genug Munition, oder? Oh. Die ganze Zeit haben wir Munition für die Waffe bekommen und jetzt kriegen wir da keine mehr für, oder was? Na gut. Hier sollen wir anscheinend rüber. Oder? Also sie möchte zumindest darüber gehen.
Aber dann kommen wir doch, kommen wir da nicht wieder da aus, wo wir schon waren? Nee, eigentlich nicht, ne? Dann würde ich sagen, gucken wir hier nochmal kurz rein. Hier haben wir schon geguckt. Ah nee, das haben wir aufgebrochen. Nee, nee. Okay, Entschuldigung. Das hatten wir alle schon. Ja, Ellie, ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. So, da haben wir auch noch was. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Okay. Ich bleib mal lieber im Schleichmodus. Wobei hier unten, glaube ich, ist das noch egal, ne? Es sei denn natürlich, oben ist jetzt irgendwie so ein Runner oder so, dann kommt der gleich heruntergeschossen. Wobei Ellie jetzt auch nicht in Deckung geht, das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Hm? Ist das wieder nur so ein Fake oder kann ich eh nichts dagegen tun, weil ich angegriffen werde gleich hinterrücks? Ich würde gerne meine Waffe haben, Joel. Nö, Ellie läuft einfach rum. Hm. Was ist das? Ein Tonbandgerät. Zwei weitere Wachen wurden getötet. Sie wollen gleich wieder über Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Unsere Ausrüstung ist hier. Unsere Daten sind hier. Alle haben sich daran gewöhnt, hier zu leben. Ich werde jetzt weiter testen. Diese Inkompetenz macht mich sonst doch verrückt. Ja. Okay. Da liegt auch ein Rucksack. Also ich schätze mal, dass der wohl nicht lange getestet hat. Ja, es ist halt komisch. Ellie steht einfach da. Aber wir haben definitiv jemanden oder etwas gehört hier oben. Ich bin da gerade sehr, sehr skeptisch. Weil... Kriegen wir hier noch irgendwas? Auch nicht. Wir kriegen halt auch wieder, oder hier stehen halt auch so viele Sachen wieder rum. Das ist ein richtiges Labor hier. Hm. Wie gesagt, ich bin sehr skeptisch, was das jetzt hier betrifft. Diese ganze Aktion mit dem Durchlaufen hier oben. So, Joel wird irgendwie langsamer gerade. Ich weiß nicht warum. Können wir das nehmen? Nee, ne? Hallo, Joel. Geh wieder hoch. Boah. Alter Mann, kommt nicht mehr hoch mit dem Rücken? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Das was zum Tauschen? Hier war nichts, ne? Okay. Moment, halt, stopp. So, da war noch eine Schublade. Oh, mit Teilen drin. Ja, warum können die sowas nicht bei den Firefly-Anhängern machen? Nach dem Motto, hinter dir, da hast du was übersehen. Da höre ich auch nichts. Das Schlimme ist ja, diese komischen Viecher, diese schnellen. Und ich meine jetzt nicht die Runner damit. Die hört man ja auch nicht. Wenn man so horcht. Jetzt sieht fast aus wie in der Etage da drüber hier, ne? Da war ja auch da hinten dann so eine Ecke mit diesen Handschuhen. Ellie, redest du gerade? Wo sie hin sind.
Ellie hat geredet. Aber Ellie ist irgendwie, wenn man sie nicht anguckt, kann man sie überhaupt nicht verstehen. Also das ist etwas doof gemacht. Vor allen Dingen, das nur so zur Info, jedes Mal, wenn die beiden reden, also wenn, oder wenn Leute reden, wenn so eine Videosequenz kommt und ähnliches, drehe ich immer die Lautstärke, ja, fast doppelt so hoch. Und ich habe die Lautstärke grundsätzlich schon auf 200% stehen. Also das ist wirklich heftigst leise in diesem Spiel. Ja, hier müssen wir eigentlich durch. Die Frage ist jetzt, ist da hinten noch irgendwas, was wir brauchen? Nee, warte mal. Da sind wir... Ach so. Da sind wir rausgekommen. Oh, Joel, geh bloß nicht ein bisschen schneller. Oder sind wir reingekommen? Ich verliere gerade total den Überblick, ehrlich gesagt. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Okay. Wenn man sich das mal so vorstellt, die ganzen Laborgeräte und alles, die alle wahrscheinlich nicht mehr funktionieren würden, wenn man jetzt Strom hätte. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Okay. Sieht eher so wie am Gehirn quasi aus, weil es so nach außen wegwächst. Warum ist das hier eigentlich keine Munition? Ach, weil das... Hä, sollen das... Das sind Handschuhe. Ach, das sind Handschuhe. Diese Einmalhandschuhe. Ich wollte gerade sagen, weil wenn das jetzt Masken wären, die würden nämlich nicht allzu viel helfen, wenn das so ein richtiges Labor hier ist. Oh, Alter. Echt jetzt? Nein, keine Klicker. Noch nicht. Fireflies auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weiter suchen, wir werden was finden. Okay. Aber das erklärt dann auf jeden Fall auch, warum hier so viel Affen rumlaufen. Weil die hier Experimente durchgeführt haben. Ja, und wie man sieht, die Affen irgendwie rausgekommen sind. Ich weiß nicht, ob die rausgelassen wurden, ob die dann nach einer Weile selber ausgebrochen sind oder was, so wie das hier aussieht. Okay, seltsame Röntgenbilder. Was ist das? Ach, wieder ein Tonbandgerät. Oh. 4 Paletten Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja, die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach, Mist! Oh nein! Oh nein. Der beißt. Oh mein Gott! Okay, ich habe so eine Vermutung. Er hat nicht gesagt, wo sie sind. Ich weiß, suchen wir weiter. Also, meine Vermutung, dass die Affen infiziert sein könnten, hat sich dann vermutlich gerade bestätigt. Also, ich weiß nicht, ob alle Affen infiziert sind, aber wohl einige oder viele, vielleicht auch wirklich alle. Ein Firefly-Anhänger. Sadie Pearly Hickman, 231. Sehr schön. Okay. Wir sind jetzt mal ganz tollkühn und laufen hier einfach weiter rein. Schräubchen finden wir auch. Sehr, sehr geil. Und hoffentlich auch bald nochmal eine Zwischensequenz, weil ich müsste ehrlich gesagt mal so langsam die Folge beenden. Was haben wir denn hier? Oh, sehr schön. Etwas, was wir noch gebrauchen können. Da haben wir alles voll. Da noch irgendwas? Nö, ne? Die ist versperrt, Joel. Das siehst du auch von der anderen Seite. Also von deiner Seite aus.
Was du nicht sagst. Ich bin tot. Oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Okay. So, müssen wir natürlich gucken, wie schnell die nach hier oben kommen. Ja, bloß nicht angreifen, Junge. Bloß nicht angreifen. Geht es noch? Boah, Alter. Ernsthaft. So, Moment. Sollte jetzt für den Schockeffekt sorgen, oder wie verstehe ich das jetzt? Ich meine, hat irgendwie funktioniert, ne? Aber... und die kann man alle nicht hören, oder was? Okay, da hinten... die kann man wirklich nicht hören, anscheinend. 1, 2, 3... Der läuft hier rüber. Och ja, zieh bloß nicht. Du bist tot, Arschloch. Selber tot. Ellie, runter! Warum schieße ich immer einmal, bevor der überhaupt erstmal... Ellie, runter! Böses Mädchen. Zwei Leute sind noch da. Dann nehmen wir die hier. Komm, geh runter. Das ist für mich dann der Moment, hochzugehen. Na, scheiß drauf. Die sind beide noch dahinter, aber von rechts, glaube ich, kommt jetzt keiner mehr, wenn ich es richtig sehe. Okay. Joel, da ist einer direkt. Ja, genau der. So, Ellie, wenn du nicht immer so selten blöd da stehen würdest, dann hätte ich auch viel besseres Schussfeld. Ich glaube. Habe ich den jetzt erwischt? Ich glaube ja, oder? Nee, das... entweder ist da noch einer oder der Typ ist immer noch da. Ich bin mir nicht sicher. Nee. Ah, ich wusste es doch. Diese miesen kleinen... du siehst mich nicht. Nur Ellie hängt wie immer mal wieder im Weg rum. So. Jetzt aber. Haben alle keine Munition? Doch, der hat welche. Ach ja, damit kann ich ja auch noch... stimmt ja.
Da unten ist noch... Nee, das ist nur eine Reflexion, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Moment, da ist einer. Nein! Er ist hier drin! Du bist tot, Arschloch! Du bist gleich tot, Junge. Sobald du in die Ecke kommst. Ellie, mach das schon hier. So, hier kann ich noch was aufmachen. Gucke mal. Da nehmen wir doch mal direkt was von mit. Oh. Nein, halt. Nein. So. Okay. Nachladen haben wir auch. Da kommt nichts. Wir haben alle nichts, was wir brauchen. Das ist aber wirklich sehr blöd gemacht, finde ich. Dass man die... Achso, da kann man gar nicht rum. Dass man die dann weder sehen noch hören kann, irgendwie. Okay. Du bist los, Arschloch! Warum schießt du nicht, Joel? Blöd Mann! Du bist so dumm manchmal. Echt, so dumm. Draußen ist noch einer, Ellie. Pass auf. Nein. Kommt der rüber oder nicht? Hinten ist noch Munition, oder? Warte mal. Wieso habe ich das Ding jetzt eigentlich an hier? Der hängt da. Na gut. Wenn er da so blöd hängt, dann kann ich hier auch mal kurz nachgucken. Tauschen. Sonst hat er nichts. Aber er sieht mich nicht. Ich stehe hier so voll, aber er sieht mich nicht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kannst gerne kommen. Wenn du so doof bist? Ja. Cleversten sind die Kerle jetzt nicht gerade, ne? Oh, viel mehr Munition habe ich auch nicht mehr. Jetzt kriegen wir hier natürlich gar nichts mehr. Oh, okay. Ich ahne was. Euer fucking Ernst hier. Ich will mich heilen. Ich kann ja auch nichts holen, ne? Aber ich habe unendlich Schuss anscheinend. Ich kann mich nicht bücken, ich kann gar nichts machen im Endeffekt.
Das ist mein Lauftempo. Mir geht's scheiße. Danke. Kommst du durch das Fenster? Ja. Ich kann mich fallen lassen, ne? Also. Das war eigentlich ein Scherz. Komm schon! Oh shit. Schon entdeckt. Okay. Du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Du hast meine Freundin getötet, Arschloch. Na los, raus da. Machen wir. Sie soll doch von der Seite kommen. Ah. Du Kleine. Oh Mann. Mist. Wir müssen dich hier rausschaffen. Wie wär's erstmal mit dem Druckverband? Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm! Mach schon! Hallo? Hier ist rebellisches Teenager-Alter. Schnell! Ich lauf ja schon. Ich bin auf der Sprintfunktion. Du machst das gut. Nur weiter so. Wenn ich nicht aufpasse, liege ich dir gleich zu Füßen, Ellie. Hier, halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Dann lauf doch auch, Joel. Tu nicht nur so, lauf auch. Los, komm. Ich komm. Ich geb grad mein Bestes. Ich renne in Slow Motion. Ein kleines Stück, komm. Ellie, hey. Wart auf mich. Hey. Joel. Da oben. Hinter dir. Was? Ellie. Okay, das war dann wohl nichts. Bleib sofort stehen. Vorsicht. Hey. Oh Mist. Oh Mist. Ich kann nichts machen. Du Arschloch. Lass Ellie in Ruhe. Joel. Hier. Steh auf. Leg den Arm um mich. Okay, wir gehen. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Ich bin mir nicht sicher. Träum weiter. Müssen wir überhaupt hier hin? Warte. Ellie, du musst mich leiten, ne? Ich öffne dir die Tür. Lass dir Zeit. Los, komm! Oh, es geht doch. Oh, Scheiße! Hol ein hartes Pferd. Kommst du hoch? Los! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel, hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh schon auf. Joel. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.